Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Weiter geht's mit dem nächsten Auftrag. Mal schauen, von wo bis wo. Reifen. Barstow. Eigentlich würde ich ja gerne hier in diese Richtung gehen, weil Wyoming, Montana, habe ich, glaube ich, noch nie gesehen und nie groß. Andererseits Kalifornien auch sehr spannend, weil hier, glaube ich, sehr viel überarbeitet wurde. Mal schauen. Vielleicht ein Kurztrip. Ah, da hätten wir jetzt schon unser ADR, also Gefahrenklasse. Dynamit. So wird nichts gezeigt. Industriekabeltrommel. Hoch nach Page und Holbrook. Würden wir nach New Mexico rübergehen. Hört sich auch spannend an. Ist ein Kombi-Trailer und Oversize. Weil es 66.000 sind. Wir nehmen das mal. Ah, okay, ist ein RGN-Trailer, deshalb. Eine riesige Kabeltrommel. Mal kurz schauen. Ja, wir könnten hier eigentlich hinten rumfahren. So. Okay, weirde Navigationsroute. Ach ja, stimmt. Da ist der Grand Canyon. Da gibt es ein Foto, habe ich schon gemacht, weil ich eben im letzten Mal eigentlich schon da durchgefahren bin. Aber die Aufnahme war ja unbrauchbar. Deshalb schade, aber wir können da gerne doch nochmals durchfahren und dann zeige ich euch das Foto, das man da machen konnte. Und langsam wird es auch dunkel. So, jetzt müssen wir hier drehen. Ja, das sollte schon gehen. Sollte hoffentlich gehen. Okay, vielleicht nehme ich den ersten damit. Okay, ne, es passt. Perfekt. Weil hier drüben ist eben der Grand Canyon. Okay, let's find a new route. Get ready to turn left. Was unglaublich aussieht. Allerdings gibt es hier auch einen Grafikfehler. Turn left. Oh shit. Mal schauen, ob der jetzt weg ist oder immer noch da ist. Okay, mit diesem Trailer ist es ein bisschen schwierig, hier lang zu fahren. Knappes Ding. Ah, der Grafikfehler ist weg. Weil hier war ein Grafikfehler, der Boden war schwarz. Sehr weird.
So, dann gehen wir kurz in den Fotomodus. Und dann kann man hier eben bei solchen... Ernsthaft? Bei solchen Orten ein Foto machen. Und dann bekommt man eine Errungenschaft, ein Picture im Album. Und das sieht schon ziemlich nice aus. Trophäe fotografiert, Grand Canyon. Und dann kann man das hier in der Galerie anschauen. Ja, wie gesagt, das war das andere Foto vom ersten Auftrag, den ich hier gemacht habe. Da gab es einen Grafikfehler. I don't know why. Grand Canyon. Dann hat man hier verschiedene Fototrophäen, die man in den Staaten immer machen kann und anschauen kann, was hier noch alles so fehlt. Was eigentlich ziemlich cool ist. Gibt es ja auch noch nicht so lange. Aber ich würde sagen, wir fahren gleich weiter. Auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Und auch hier im Spiel ziemlich beeindruckend gemacht. Aber weiter geht's. Schließlich haben wir einen Auftrag zu erledigen. Turn left. Und jetzt muss ich schon ein bisschen mehr aufpassen mit diesem Trail, dass wir mehr ausholen. Und nirgends rankommen. Dass er doch schon ein bisschen was Längeres ist. Und auch viel schwerer. Get ready to turn left. Turn left. Jetzt steht da gerade der Polizist im Weg. Aber es sollte klappen, ja. Doch schon ein bisschen anders fahren. Kebab National Forest. Hätten wir es wieder unseren Kebab? Ziemlich weit weg vom Monitorsitz, also mit zwei Armlängen würde ich sagen, ist es manchmal schwierig, das Tacho zu lesen von hier hinten. Deshalb, wenn es möglich ist, stelle ich lieber den Bordcomputer so ein, dass ich die Meilen pro Stunde sehe, damit ich weiß, wie schnell ich fahre. Also sonst ist es ein bisschen schwierig zu entziffern. Jetzt geht's einmal durch die Wüste. Ins Nirgendwo hinein. Was ich noch nicht ganz herausgefunden habe, irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber manchmal switcht das Spiel von der Helligkeit so ein kleines bisschen. Also plötzlich ist ein bisschen viel heller und dann ist es wieder dunkler und dann ist es wieder viel heller. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Weil einen Grafikmod oder so habe ich eigentlich nicht drin. Mal schauen, ob da irgendwie ich irgendwie herauskriege, woran das liegt. Ah ne, das reicht nicht. Das wäre fies, wenn ich da die Vorfahrt nehmen würde.
Zum Beispiel hat man es vielleicht gesehen, dass das Ganze geswitcht ist. Ansonsten ist es eigentlich immer sehr chillig, finde ich, das Spiel hier. Wenn die KI mitspielt und alles andere. Aber sonst wirklich sehr chillig zum Fahren. Macht Spaß. So ein bisschen Spiel zum Runterkommen. Auch wenn man das Ganze in Automatikschaltung spielt. Wenn man es mit H-Schaltung spielt, ist es natürlich doch ein bisschen was anderes. Müsste ich eigentlich dann wieder mal ausprobieren, ob ich das auch kann. Weil mittlerweile fahre ich auch in Real Life nicht mehr so gerne mit H-Schaltung. Weil ich es einfach viel zu stressig finde. Es ist viel angenehmer, wenn man Automatik fährt oder noch besser, in meiner Meinung natürlich, noch besser ein Elektroauto, weil das hat noch mehr Fahrspaß mit sich. Und es hat auch wieder was ganz anderes. Polizei. Ah, die nehmen da wohl jemanden fest oder so. Oder vielleicht war es die Verfolgungsjagd. Davon müssen wir links abbiegen. Dann gehe ich jetzt schon mal nach links rüber. Allerdings könnte das wohl ein bisschen dauern, so wie es aussieht. Ah, da vorne ist ein Zug. Ah, da links. Amtrak. Keep left and then turn left. Turn left. Darf es dann einfach nicht gleich wieder rot werden beim Zug, wenn wir hier links abbiegen. Sonst würden wir die ganze Kreuzung stopfen. Noch aufpassen, dass wir hier nicht festhängen, aber der Bahnübergang sieht gut aus. Ja. Alles. Einmal hier links auf die Interstate wieder. Turn left. 40 East. Ich
mir auch sehr oft aufgefallen ist in Amerika, die Auffahrt ist wirklich manchmal so kurz wie hier im Spiel. Da hat man wirklich fast keine Zeit zum Reagieren oder zum Schauen, wie der Verkehr fließt und läuft. Weil die wirklich einfach sofort in die Bahn reingehen. Obwohl ja eigentlich in Amerika wirklich alles immer groß, viel Platz und so ist, aber die Auffahrten sind manchmal wirklich schrecklich. Und die Autofahrer können das irgendwie gar nicht. Also jetzt das Reißverschlussverfahren, die kennen das einfach nicht und können das nicht. Oder Gas geben, für auf die Autobahn zu kommen. Funktioniert auch nicht so gut. Roadworks ahead. Welche Linie ist geclosed? Links, rechts. Gehen wir jetzt schon mal rüber. Ah, hier sieht man es auch wieder, die stoppen einfach auf der Bahn und schaffen es nicht, sich einzufädeln. Schrecklich. Es war ein bisschen knapp mit dem Schild da links. Mit der Kabeltrommel. Aber ging noch gut. Zwar auch, aber mein Truck ist irgendwie abgeregelt bei 65. Mal schauen, vielleicht nehme ich diesen Geschwindigkeitsbegrenzer noch raus. Hier dürfte man theoretisch 75 fahren. Ich weiß jetzt nicht, das ist auch ob für die Trucks gilt oder nur für PKWs. Müsste man vielleicht irgendwie noch herausfinden. Bei 65 sind ja auch schon mega schnell. Wie so ein Truck, der 66.000 Pfund wiegt. Frag mich nicht, wie viel das in Kilogramm ist, aber es ist schwer. Das auf jeden Fall. Und wir fahren hier irgendwie mit, keine Ahnung, 120 durch. Das kann schnell mal eigentlich ein Leben kosten, wenn man hier nicht aufpasst. Spiel bei mir viel dunkler als bei euch, also für euch, bei OBS. Bei mir sieht es auch wirklich besser aus in der Nacht her. Aber bei OBS ist es wie ein bisschen graumäßig und hell. Und bei mir ist es eigentlich stock. Also ja, nicht ganz stockfinster, aber schon fast sehr dunkel. Na schon, vielleicht muss ich da irgendwie beim Kontrast noch was einstellen, falls das möglich ist.
doch noch eine andere Einstellung beim bei der Farbe machen. Go straight. Mal schauen. Und wo es eigentlich auch gut ist, wenn es für euch ein bisschen heller ist, damit man mehr sieht. Ich meine, da ist niemand. Es ist mitten in der Nacht. Sorry, Officer, ich brauche ein bisschen mehr Platz. Danke sehr. Hätte man einfach ein Giveaway-Sign hinhalten können, statt Stoppschild. Aber gut. Solange es kein Cop sieht, dass ich ein Stoppschild überfahre. Ist ja gut. Oder halbwegs okay. Gut ist es ja nicht, aber. Also 90 Grad Kurven. Muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. In einem RGN Trailer. Get ready to turn left. Nee, wir sind hier echt irgendwo im Nirgendwo. Turn left. Hier sieht man sowieso nichts wegen diesem Busch. Ob da was kommt oder nicht. Ab. Und dann sind die da vorne auch schon wieder da. Ich glaube, das hat sich jetzt gelohnt. Ja, knapp 6000 kommen wir für diesen Auftrag. Sind wir, glaube ich, bei 10.000 schon, also drüben. Schauen, wo hier die Einfahrt ist. Zwischen den Lampen. Turn left. Ersten Aufenthalt in Holbrook. Kopfstart schon 4 von 15, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Okay, und da müssen wir auch vorwärts einparkieren. Mal schauen, ob mir das gelingt. Wahrscheinlich nicht ganz. Huch, sorry. Ja. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen noch korrigieren. Was lustig werden könnte mit diesem Gooseneck. Nee. Da
jetzt kommt. Ja, wir müssen das ein bisschen in diese Richtung kriegen, dass der Trailer hinten. Okay, sie werden dann zu zufrieden, aber ich bin es noch nicht ganz. Kleinste Bewegungen bringen das Neck in eine andere Richtung. So, aber jetzt haben wir es dann gleich. Ja, das sieht doch jetzt gut aus im Spiegel. So. Da wären wir. Ja, okay, ein bisschen schräg, aber ist akzeptabel. Und abgeben. Ich dachte, dies sollte schwer sein. Zeit für das große Ziehen. Level 2. Neuling, sehr gut. Ich würde wahrscheinlich erstmal Gefahrengut, hochwertige Fracht und zerbrechliche Fracht machen. Und dann nehmen wir mal den ersten Punkt. Jede Fracht ist wertvoll, aber einige Ladungen sind wertvoller als andere. Nur bewährte Experten, denen die Firmen vertrauen, dürfen diese Art von Frachten ausliefern. Als Vergütung erhältst du Rang 1 Auftragsangebote für hochwertige Frachten plus 5% höhere Vergütung für das Ausliefern von hochwertiger Fracht plus 18% Erfahrungsbonus. Hört sich gut an. Und Spezialtransporte. Hallo Chef, ich habe da etwas für Sie. Dank unserer Verbindungen sind wir jetzt in der glücklichen Lage, richtige Herausforderungen geboten zu bekommen. Einige spezielle, ziemlich große und schwere Frachten erfordern den Transport durch einen, der seine Fach wirklich besteht. So etwas ist kein Spaziergang und verlangt nach gewissen Fertigkeiten. Aber auch eine besondere Sorgfalt, Geduld und die Zusammenarbeit mit Begleitfahrzeugen sind gefragt. Dass das erhöhte Risiko üppig vergütet wird, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Bei Interesse schauen Sie einfach in diesen Städten vorbei. Okay, eigentlich in allen Staaten gibt es mehrere Städte, die Spezialfrachten anbieten. Können wir ganz kurz mal schauen, wie es hier so aussieht im Auftragsmarkt? Okay, wir haben bisher nur Kingman. Nach Flagstaff könnten wir große Frachten nehmen. Aber das schauen wir beim nächsten Mal dann an. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge wieder vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und gute Fahrt. Tschüss.